Hi, ich bin Aziza. Ich bin Fabi. Ich bin Leonard. Und wir nehmen euch heute mit auf eine kleine Reise durch Köln, die wir unter drei verschiedenen Voraussetzungen erleben werden. Ich bin auf die physische Barrierefreiheit der Wege und öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Ich gehe den ganzen Weg blind. Und ich habe keine Behinderung und bin gespannt, ob ich überhaupt auf irgendwelche Barrieren treffen werde. Wahrscheinlich nur eine verspätete Bahn. Das Ganze machen wir zur Feier des Europäischen Protesttages für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Wir starten jetzt und sind mal gespannt, wer als erstes und als letztes ankommt. Unser Ziel ist mein Lieblingsrestaurant. Ich freue mich. Also lasst uns mal los. Der Bildschirm ist dreigeteilt. So, dann los geht's. Auf geht's und schauen wir mal, wie lange ich brauchen werde. Ich glaube ja nicht so lang. Und los. Auf einem Gehweg liegen E-Roller. Fabi stößt mit ihrem blinden Stock dagegen. Vorsichtig geht sie um die Roller herum. Blockierter Weg. Okay, hier ist irgendwas. Nach Fabi gelangt Aziza an die Stelle. Keine Ahnung, was es ist. Ey, ernsthaft? Diese Leute, die immer ihren E-Scooter irgendwo hinstellen. Was soll das? Sie steigt über die Roller. Ob das ein Knopf ist? Leonard steht an einer Ampel. Mit seinem Rollstuhl überquert er eine Straße. Neben ihm fährt eine Bahn. Also ich hätte theoretisch einsteigen können, aber man muss einmal über die Straße, dann nochmal über die Straße, dann nochmal über die Straße und dann ist man an der Station. Hier gibt es jetzt keine Ampel, hier müsste ich hören, ob ich rüber kann. Daumen runter, fehlende Blindenampel. Und ich mach das jetzt einfach. Fabi geht über eine Straße. So, jetzt kommt es zu den nicht vorhandenen Blindenampeln. Muss ich mal gucken, ob die Autos da halten. Ja, jetzt habe ich gar kein Auto mehr, jetzt weiß ich ja nicht, ob ich gehen kann. Wäre schön, wenn hier ein Signal käme. Dann steht Aziza an derselben Ampel. So, weiter geht's. Bei grün läuft sie los. Und hier ist gerade auch niemand, den ich fragen könnte. Sprich, ich muss echt warten, bis entweder jemand kommt oder ich irgendwie anders checke, dass grün ist. Ist grün. Ist grün? Ah, super, danke schön. Daumen hoch, hilfsbereite Mitmenschen. Leitlinien gibt's hier auch nicht. Daumen runter. Aber ich kenne die Strecke, deswegen weiß ich, dass ich hier lang muss. Nacheinander sind Leonard und Aziza an einer Bahnstation zu sehen. Wann kommt die nächste Bahn? Aziza schaut auf einen Aushangfahrplan und auf ihre Armbanduhr. Oh, in 3 Minuten. Fabi an der Bahnstation. Da kommt jetzt eine Bahn. Ich weiß jetzt zwar nicht, welche das ist, aber ich kann hier drücken. Jetzt ist die Ansage aber so leise, dass ich kein einziges Wort verstehe. Sprich, die Bahn ist jetzt eh schon weg und ich muss auf die nächste warten. Daumen runter. Zu leise Ansagen. Läuft gut. Leonard steht vor einer Bahn. Da hätten wir unser erstes Hindernis. Daumen runter. Selbst für mich ist das... Kein ebenerdiger Einstieg. Bitte? An den Türen der Bahn sind Trittstufen. Schwer. Auch wenn ich sehr athletisch bin, kriege ich das nicht hin. Dann geht's jetzt zu Fuß weiter. Und mal gucken, ob die nächste Haltestelle mehr verspricht. Leonard fährt im Rollstuhl weg. Problemlos steigt Aziza nach etwa 4 Minuten in die Bahn ein. Bei Fabi, eine Bahn hält an der Station. Endlich! Nach fast 14 Minuten steigt sie in die Bahn. So, ich höre, wo die Tür aufgeht. Problemlos geht Fabi die Stufen hoch. Auf einem Gehweg ist ein Straßenschild aufgestellt. Slalom. Leonard fährt daran vorbei. Daumen runter, blockierter Weg. Ich bin jetzt so 10 Minuten unterwegs. Also der Weg wird schon mal auf jeden Fall länger als geplant. Aber ja, planen kann man das dann nicht mehr nennen. An einer Station steigt Fabi aus der Bahn. Behutsam geht sie die Trittstufen runter. Aziza erreicht die Station. So, jetzt einmal aussteigen, umsteigen und dann sind wir auch fast schon da. Hier höre ich schon was klacken. Wenn ich Glück habe, gibt es jetzt eine Blindenampel, die auch funktioniert. Ja. Es piept, juhu. Daumen hoch. Hier ist irgendwo eine Leitlinie, da ist sie. Daumen hoch, Leitlinien. Wieder bis zur nächsten Blindenampel. Bei jeder Blindenampel freue ich mich. Das Problem ist aber, dass wenn jetzt gerade schon grün wäre, ich das gar nicht mitbekäme, da die Ampeln dann erst piepen, wenn man vor der nächsten Grünphase gedrückt hat. Sprich, wenn jetzt schon grün wäre, müsste ich die nächste Rotphase abwarten, bis ich wieder weiß, dass grün ist und ich sicher gehen kann. Nach knapp 7 Minuten wechselt Aziza die Straßenseite. Leonard fährt einen Weg entlang. Die Haltestelle ist in Sicht, zum Greifen nah, aber doch weiter weg als gedacht, weil man einmal oder zweimal über die Straße muss außenrum. Überquerung Nummer 1. Daumen hoch, abgeflachte Bordsteine. So, hier sind wir richtig. Leonard überquert eine Straße und erreicht die Bahnstation.
abgeflachte Bordsteine. Er schaut zur Anzeige. So, da wären wir. Bahn scheint zu kommen. Gucken wir mal, ob es diesmal geht. Aziza steigt in eine Bahn. Ja, noch 3 Stationen und dann bin ich auch schon da. Das ging fix. Fabi folgt einer Bodenleitlinie bis zu einer Bahnstation. Ja, und hier hört die Leitlinie dann mal ganz abrupt auf. Ich gehe jetzt mal weiter geradeaus, weil ich zum Glück weiß, wo ich hin muss. Und bin mal gespannt, ob ich hier höre, was durchgesagt wird. Okay, hier höre ich ein mini leises Klopfen. Daumen hoch, Informationsansagen. Daumen runter, zu leise Ansagen. Fabi geht mit dem Ohr nah an die Ansagevorrichtung heran. 6 Minuten. Okay, ich habe irgendwie rausgefunden, wie lange ich warten muss. Leonard steigt ebenerdig in eine Bahn ein. Daumen hoch. Alles klar, ich bin gut reingekommen. Und jetzt ein paar Stationen fahren. Und dann kommen wir dem Ziel langsam näher. Aziza steigt aus einer Bahn. Sie läuft zu einem Gehweg. So, wo muss ich noch mal hin? Sattgrün. Nach 12,5 Minuten schaut sie auf ihr Handy. 200 Meter. Dann geht sie weiter. Bei Leonard in der Bahn. Einblendung 19 Minuten 30. Okay, wie vereinbart geht's hier raus? Gucken wir mal, wie weit wir kommen. Leonard steigt aus. Fabi steigt in eine andere Bahn ein. Kurz darauf steigt sie an einer anderen Station aus. Leonard fährt über gepflasterten Boden. Kopfsteinpflaster ist auch nicht so das Gelbe vom Ei. Oh juhu, diesen Boden hier liebe ich schon mal. Da bleibt man überhaupt nicht hängen. Jetzt geht's richtig auf. E-Roller blockieren den Weg. Also entweder nicht durchkommen oder Fahrradweg. Mies. So, jetzt kommt hier gleich ein Übergang. Da gibt es überhaupt kein akustisches Signal. Und da muss ich mich immer sehr konzentrieren. Daumen runter. Fehlende Blindenampel. Ich höre jetzt nichts. Ich hoffe, ich werde gesehen, falls was kommt. Fabi überquert Bahnschienen. Okay, das hat schon mal geklappt. Ah, da sind wir auch schon. Aziza erreicht das Restaurant. So, Maske auf. Sie geht rein. Und dann schauen wir mal. 15 Minuten, 2 Sekunden. Oh, scheint noch niemand da zu sein. Kurz mal gucken, wo wir hier sind. Vor allem, wo wir hin müssen. Aha. Leonard ruft eine Straßenkarte auf dem Handy auf. Okay. So, den Rest der Strecke kenne ich jetzt nicht so gut, deswegen lasse ich mich da von meinem Handy navigieren. Navigiere mich zu Sattgrün Köln. So, ich soll jetzt erstmal hier rechts rüber. Fabi geht über einen Platz und eine Straße. Ich höre hier nichts kommen. Auch hier hoffe ich wieder, dass ich gesehen werde. Das ist eigentlich immer meine Devise. Rechts abbiegen auf Mittelstraße. Okay, ich soll jetzt rechts abbiegen. Immer ein bisschen Schiss, über was umzulaufen. Welche Aufsteller oder so. Oder Menschen, Kinder, Hunde. Nett sind auch diese kleinen Kopfsteinpflasterrillen immer mal wieder. Daumen runter. So zum Wachbleiben. Unebener Boden. Immer mal wieder so kurz. Ah, ich bin auch hier. Es hat jetzt auf jeden Fall deutlich länger gebraucht, alles als gedacht. Leonard fährt auf das Restaurant zu. Da wären wir. Schauen wir mal. Ja, das sieht noch nach Stufe aus. Aziza kommt an die Tür. Ach, auch mal da. Ich warte hier schon ein bisschen länger, aber Sorry. Du bist auf jeden Fall schon mal schneller als Fabi. Wegen der Stufe keine Sorge, ich habe drin schon nach einer Rampe gefragt, die machen Sehr wir gut. jetzt schnell drauf. Gibt's ein Hilfsmittel? Perfekt. Dann gibt's was Warmes zu trinken. Sehr gut, ich freue mich drauf. Leonard fährt eine mobile Rampe hoch. 23 Minuten 40 Sekunden. Fabi stößt mit ihrem Blindenstock an ein abgestelltes Fahrrad. Ah, oh, Fahrrad? Vorsichtig geht Fabi daran vorbei. Daumen runter, blockierter Weg. Okay, geschafft. Fabi stößt an einen geparkten Roller. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Sie geht daran vorbei. Okay, haben wir das auch mitgenommen. Also, ich müsste eigentlich bald da sein. Es kann sich nur noch um wenige Meter handeln. So, jetzt muss ich noch den Eingang finden. Vor dem Restaurant stehen Tische. Nach 28 Minuten und 2 Sekunden tritt Fabi ein. Ach, schau mal an, da Ach, ist ja die Fabi. Hast du auch zu uns gefunden? Hallo, oh, ihr seid schon beide da. Ja, setz dich. Ist hier noch ein Platz? Ja. Oh, ich habe mir schon den Kopf an. Mit dem Kopf stößt Fabi an eine Lampe. Oh Mann, wie lange seid ihr schon hier? Ein bisschen. Ja, schön. Habe ich wohl am längsten gebraucht, ne?
Auf einer animierten Karte werden die zurückgelegten Wege markiert. Aziza ist als Erster am Ziel, dann Leonard, dann Fabi. Wir sind am Ziel unserer Reise angekommen. Erzählt uns doch gerne mal, welche Hindernisse und Barrieren euch in eurem Alltag so begegnen. Schreibt das gerne in die Kommentare. Und wenn euch unser Video gefallen hat, dann verbleibt doch gerne mit einem Daumen nach oben. Da freuen wir uns sehr drüber. Den Kanal der Aktion Mensch könnt ihr natürlich kostenfrei abonnieren und die Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wir sind fertig damit und würde sagen, bis bald. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss.